Guten Abend, verehrte Zuschauer, liebe Fußballfreunde. Hier ist das Gelsenkirchener Parkstadion mit dem 37. Pokalfinale, dem Deutschen. Das Stadion, das so rund 72.000 Zuschauer fasst, ist nicht ganz ausverkauft. Aber ich schätze, dass so etwa 60.000 jetzt hier sein werden. Und hier haben wir die Mannschaftsaufstellungen des Pokalverteidigers Fortuna Düsseldorf zunächst. Im Tor Daniel mit der 2 Weikel, 3 Zewe, 4 Könen, 5 Baltes, 6 Wenzel, 7 Wirtz, 8 Thomas Alofs, 9 Bommer, 10 Klaus Alofs und 11 Wolfgang Seel, der Schütze des 1:0 im vergangenen Jahr im Pokalfinale gegen Hertha BSC in Hannover. Seel wechselt jetzt immer häufiger die Position. Köhn geht mit. Gegen Strack. Nicht gut sehen können. Also ich wage das nicht zu entscheiden, ob das Handspiel war. Der Ball sprang vom Boden hoch an die Hand. Aber ob das ein elfmeterreifes Handspiel war, wage ich nicht zu entscheiden. Gerade aus der Regie in der Zeitlupe konnte man auch nicht erkennen, ob da ein Handelfmeter fällig hätte sein können. Wenzel! Ja! Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Wunderschön gemacht und ich wollte gerade sagen, die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit gehören jetzt doch den Düsseldorfern. Nachdem die letzten 15, 20 der ersten 45 Minuten eindeutig den Kölnern gehörten. Hier nochmal die Szene. Wunderschön freigespielt von Alofs und Wenzel, der jetzt um Schumacher herum den Ball ins Netz zirkelt. Sehr gut hat er das gemacht. Rüdiger Wenzel, hier haben wir ihn gestern Geburtstag gefeiert, 27 Jahre alt geworden. Ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk, das er sich dann nachträglich macht. Und jetzt gehen sie hoch drüben, die 20.000 Düsseldorfer Fans. Zewe, dominierende Figur. Ich sagte schon, wie vor zwei Jahren war er der überragende Mann auf dem Spielfeld. Die dominierende Figur im Mittelfeld des Fortuna-Spiels zusammen mit Bommer. Wir wollen Bommer nicht vergessen, der auch ein sehr gutes Spiel war. Thomas Alofs. Und ich hatte Bommer gerade erwähnt, als er drüben entlang lief und den Ball scharf hereinpasste. Und Thomas Alofs war mit dem langen, mit dem gestreckten Bein da. Hier haben wir nochmal die Szene. Ausgehend von Zewe. Und jetzt kommt er, Bommer. Da ist der Querpass. Und schauen Sie auf Thomas Alofs mit dem langen Bein. Flupp, keine Chance für Toni Schumacher. Alle Fotografen bei Otto Rehhagel und Klaus Alofs. Da gibt es noch eine Ecke drüben. Also das müsste eigentlich gelaufen sein. Wir sind in der 47. der zweiten Halbzeit. Klaus Alofs. Fortuna Düsseldorf ist der deutsche Pokalsieger 1980 und Sie können sich vorstellen, was da unten jetzt los ist im Mittelkreis.
Otto Rehhagel umarmt seine Jungs. Das hat er zwar gehofft, aber nicht zu tippen gewagt. Das ist natürlich ein ganz großer Tag für ihn, zum ersten Mal in einem Endspiel. Und jetzt, nachdem er den Düsseldorfern den Klassenerhalt gesichert hat, vor 14 Tagen, 3 Wochen, nun deutscher Pokalsieger. Fortuna verteidigt den Pokal also erfolgreich. Nach 77 und 78, als der erste FC Köln den Pott holte, nun die Fortuna 79 und 80. Und Wolfram Esser ist bei Gerd Zewe, dem Mannschaftskapitän. Anders gelaufen. Ja, ich glaube, wir haben diesmal die Chancen, die wir gehabt haben, entsprechend mehr genutzt als letztes, als vor 2 Jahren, wo wir auch in der Chance ganz klar vorne gelegen sind. Und deshalb, glaube ich, ist auch der Sieg verdient. Ein durchgeschwitzter Klaus Allofs kommt dazu. Klaus Allofs, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sind Sie schwer verletzt worden? Oh, nee, ich glaube, so ein bisschen das Band gedehnt im linken Knie, aber ich glaube, es geht bis nächste Aber keine Hiobs-Nachricht für den Bundestrainer. Glaube ich nicht, auf keinen Fall. Was ist aus Ihrer Sicht anders gelaufen als vor 2 Jahren? Da waren Sie auch einer der überragenden Leute. Ja, ich glaube, dass wir vor 2 Jahren noch nicht so reif waren und vielleicht ein bisschen ängstlicher gespielt haben. Diesmal haben wir selbst nach dem 1:0 Rückstand den Glauben nicht verloren und wir waren eigentlich zuversichtlich, dass wir das noch schaffen würden. Jetzt dürfen Sie hoch zum Bundespräsidenten. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich gebe zurück zu Dieter Kürten. Ja, hier oben sind die Menschen aufgesprungen auf der Tribüne, umlagern jetzt den Bundespräsidenten, Professor Karl Carstens, der den Pokal überreichen wird. Zum ersten Mal, ich sagte es während der ersten Halbzeit, werden nach englischem Vorbild beide Mannschaften hier auf der Ehrentribüne erwartet. Es gibt neben dem Pokal für Fortuna Düsseldorf Goldmedaillen für alle Spieler und die Kölner erhalten eine silberne. Die Düsseldorfer zweifellos verdienter Pokalsieger heute, gemessen an der wirklich eindrucksvollen zweiten Halbzeit, die sie geliefert haben. Es war, wie ich finde, ein sehr gutes Endspiel, das sich nahtlos an das von 1978 hier angeschlossen hat. Und die Düsseldorfer, die durch Tore von Wenzel in der 59. und Thomas Allofs in der 65. bei einem Gegentreffer von Bernd Kullmann in der 26. Minute hier einen großen Erfolg errungen haben, dürfen sicherlich nach Hause gehen in dem Bewusstsein, ein gutes Spiel geliefert zu haben und ein verdienter Sieger zu sein. Das werden auch die Kölner neidlos anerkennen. Bühne. Hier ist Jörg Daniel, der heute Mannschaftskapitän ist, würde ich eben sagte, Kapitän Gerd Zewe. So meinte ich eigentlich mehr, der Mann, der jahrelang der Kapitän war und die dominierende Figur, die Figur, um die sich was geht ihr schnell da auf den Tatursch? Jörg Daniel. Das ist der Freiburger. Glaube ich jedenfalls. Das ist schlecht zu erkennen im Moment auf dem Monitor. Neben Rudi Bommer. Rudi! Pokal. Ach schon, Rudi! Wir kommen gerne nach Düsseldorf! Einer Baltis schwingt ihn mit der 5. Das ist mit der 13 Günther Bonsimmer. Thomas Allofs. Wolfgang Seel. Überhältet von. Ihr müsst euch eines sagen. Das müsste jetzt Rüdiger Wenzel sein. Das ist jetzt weit raus, das war wohl Wirtz. Mit den Mini-Please, die Jungs, die sehen jetzt alle gleich aus. Los, wir hinlegen. Hey, holt euch her. Gerd Zewe. Egon Köhnen. Hier nochmal Klaus Allofs. DFB-Präsident Hermann Neuberger. Das ist Ralf Dusend, einer der jungen Spieler, der Nachwuchsspieler in der Fortuna-Gruppe. Und ich höre gerade, ich muss mich verabschieden hier aus dem Gelsenkirchener Parkstadion. Ich tue das von einem Fußballfest zum Ausklang der Saison.